Zur Ablagerung von Bauschutt benötigte die Firma Vigier die Zustimmung der Gemeindeversammlung von Wimmis. Aus diesem Grund begann die Firma, einzelne Gemeindemitglieder zu beeinflussen. Als die 73-jährige Brigitte Gottlieb dies an der Gemeindeversammlung hörte, ergriff sie vor dem ganzen Dorf das Wort. Ich bin selber erschöpft, als ich mich gemeldet habe zu diesem Thema. Bin ich aber nicht gerade sofort dran gekommen und dann habe ich gedacht, ja, was sagen die jetzt? Es muss ja Hände und Füße haben. Darum habe ich nachher gesagt, ich würde sagen, es ist Bestechung und ich tue es weiterleiten an die Staatsanwaltschaft. Brigitte Gottlieb reichte Strafanzeige ein und erhob gegen den Beschluss Beschwerde beim Regierungsstatthalter. Die Beschwerde wurde jedoch abgewiesen. Im Grunde der Dinge kann es mir egal sein, weil ich habe nichts davon, oder? Ich habe meine Pension und meine AHV gleich. Ob ich jetzt das mache oder nicht, aber es tut mir einfach, es sollte mit rechten Dingen zugehen.